So Leute, weiter geht's mit Gebrüll und mit Stalker Lost Alpha. Ja, wir stehen hier vorm X18. Ich will nochmal, wo sind wir denn jetzt überhaupt hier? In der Rostock-Fabrik. Ja, ich wollte aber eigentlich nochmal schnell zurück, wo die ganzen Stalker standen, ob da ein Händler. Ob dein Händler ist. Ach, nicht Stalker. Die anderen Kunden. Wie waren das jetzt hier? Warte mal, wie waren das jetzt hier? Kam ich jetzt hier wieder raus? Dann will ich denn da. Schau, ich muss mal hinten irgendwo. Hä? Ach hier. Also gestern konnte ich nicht streamen. Da war ich wirklich echt kaputt durch den ganzen Schlafmangel, und heute hätte ich auch nicht gestreamt, aber irgendwie bin ich ein bisschen mit was durcheinander gekommen mit der Zeit. Ich hatte mich schon hingelegt, hab geschlafen und bin dann wach geworden. Abend um 7:45 habe ich mich hingelegt, bin dann wach geworden und guck auf die Uhr und denke, und lese da 2.30 Uhr oder so, oder ja, 2.35 Uhr oder irgend sowas. Denke, ach scheiße, muss da aufstehen. Okay, weil ich dachte, ich habe schon 7 Stunden geschlafen. Und setze mich an den Rechner. Dann guckst du noch ein bisschen Video. Und beim Video gucken gucke ich nochmal auf die Uhr, steht da 22.30 Uhr da oder 22.50 Uhr oder irgend sowas. Ja. Oder absolut prickelnd. Ja, wo stehen denn die Jungs? Oh scheiße, wurde ans Feuer hingelatscht. Ne, ist doch gar keiner, sind die alle? Sind die ganz oben oder was? Hier liegt da doch Dings rum. Hier liegt die Leiche. Ach, da schläft. Wo bist denn du? Ne, du hast nichts. Ich dachte, da liegt ein Toter. Na hallo, ist nicht bereit? Oder ach Mann, dieses verwirrende Ding hier. Ging das jetzt weiter auf? Hier hinten noch schon so. Ach, hier drüben. Ach, ne, zumindest kannst du nicht runterfallen hier. Na, leck mich doch am Arsch. Das sind die ganzen Vollhungs hier. Die pennen alle. Das sieht alles nicht nach Händler aus hier. Noch ein Dings hier. Ganz oben. Hier scheint ja wirklich kein Händler zu sein. Nö. Nö. Ich hab gedacht, hier wäre vielleicht irgendwo ein Händler. Mit. Ob ich noch irgendwas dabei, was ich dir andrehen kann. Ach, ich hab die ja noch. Ich hab gedacht, die hab ich verkauft. Ach so, im Übrigen, so schön diese Dingswaffen sind hier. Okay. Diese aufgemotzten, diese. Ach nee, das habe ich ja selbst aufgemotzt. Diese aufgemotzten, die Waffen, die man findet, so schön die sind, wie hier. Man kann sie dummerweise nicht reparieren, ja. Also, ja, ein bisschen nutzlos, wenn man sie nicht reparieren lassen kann. Nee, hier scheint es keinen Händler zu geben. Ich habe gedacht, hier gibt es einen Händler. Man hätte die Idioten nicht mal die Treppe hier weiterbauen können.
Dann fragen wir die mal noch, ob sie ein bisschen Sunny haben. Das habe ich schon. 14. Ja. Wo ich ganz nur behalte. Na, der scheiß Wodka kannst du selbst saufen. Das alle Gelumpe. Also für mich ist Wodka eins der schlimmsten Gesöffe, die es gibt. Und ich hab gleich davon runter. Gut, da war das dort Winterhöfe, wie es aussieht. Ich hatte gehofft, dass der Händler jetzt hier ist. Bevor ich ins X18 reingehe. So, wir sind von hier gekommen, ne? Oder? Ne, warte mal, von hier sind wir gekommen. Ja. Oh, hallo. Hier durch. Hier irgendwo rechts am Kamas. Ja, das war wieder mal typisch für mich, gell? Naja, TV, total verplant, gell? So, wo ist jetzt hier? Ne, wo war das jetzt? Hier vorne. Ne, wo war das jetzt? Hallo? Doch nicht hier hinten. Ach ne, Quatsch, doch hier irgendwo. Wo denn? Was? Achso, das war das Gerippe. Ah, hier war dieser Ring, doch, genau. Ja, ich habe gedacht, dass der Händler jetzt da ist. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Gehen wir mal rein. So, was haben wir da überhaupt holen da drin? Oh, töte die Blutsauger. Töte die Blutsauger. Na, das kann ja heiter werden. Ich habe schon wieder einen. So, haben wir noch diese goldenen? Ja, da haben wir noch die, mach ich die mal raus hier. Die hier rein. Umstellen. Blöderweise, komischerweise lädt er jetzt komplett die oder immer nur also nachträglich die Reihen hier. Ist es wieder finster hier. Ach, warte mal, ich wollte mal was gucken. Optionen anwenden. Zurück. Na, ist auch nicht heller.
Ja, für mich geht's, aber für euch ist es ja trotzdem finster wie Bärenarsch. So, da liegen zwei Leichen. Ich höre irgendwo Zombies. Na, gehen wir erstmal links rum. Wenn ich hier seine Porthaare rausrufe. Schränken ja auch nur Sinnvolles. Ich höre schon wieder Ratten. Dieses Viehzeug scheint ja überall rumzuturnen. Ich glaube, die Schränke lohnt sich nicht reinzugucken. Ich höre hier, ich weiß nicht, ob ihr das auch hört, ich höre hier so ein starkes Atmen. Macht's hier. Blödes Mistvieh, blödes. Oh, das jetzt so. Muss auch in die Blutsauger gehen mit dem Ding hier ganz gut. Da pumpen kann. Sollen ja die Königin killen, gell? Nee, hier ist nicht so einer. Das müsste jetzt die andere Seite hier sein. Das müsste jetzt die andere Seite sein hier. Licht ist drin. Von hier drüben sind wir auch schon früh gekommen hier. Message to all personnel. Mutant attacks have become more frequent, so I've been forced to lock the doors to the lab. The code is 4526. 4526, sagt er. Okay. Schau doch hier hin. Gehen wir mal weiter. Batterie und Taschenlampe ist zu dünne. Jetzt machen wir eine frische auf. So. Da liegt noch ein Wissenschaftler. Ja, hat er sich irgendwo versteckt, das da drin. Nochmal nie als 86 und ein bisschen Klee. Oh, das war das so ein Artefakt. Ich weiß nicht schnell genug. Aufprall. Aufprall. Was ist das hier? Strahlung minus 5. Strahlung minus 10. Wort dafür Blutung minus 10. Ah. Aber Strahlung minus 10 ist natürlich nicht schlecht, gell?
Hatten wir Strahlung, Ausdauer, Strahlung? Ne, du nimmst doch lieber das hier. Wo war das jetzt? Dann nimm ich doch lieber das hier. Blutung plus 10. Was war hier denn nochmal? Jetzt muss ich nochmal gucken beim Auge. Strahlung minus 10. Ach, da war es der Ausdauer. Gefällt mir das ehrlich gesagt besser. Was war das hier? Ich habe bloß noch eins von denen drin. Wenn ich jetzt eine Blutung, eine eins nein mache mit Blutung plus 10, da ist das ja quasi aufgehoben. Hier und das. Ja. Das war. Ach nee, warte mal, hier haben wir noch Blutung minus 15. Aha, nachdem müssen wir Ausschau halten, damit wir die raushauen können. Elektroschock ist okay. Ach, hier haben wir noch eine Blutung. Ach, hier haben wir auch noch eine Strahlung minus 10. Ach ja. Und hier haben wir. Ach, das hat noch günstige Eigenschaften. So, das habe ich aufgenommen. Ne, was ist denn das? Das hat auch Blutung. Minus 5. Warte mal, ich muss mal durchgehen, die Dinger hier. Minus 10 ist ganz schön viel. Strahlung. Minus 5, Blutung. Aufprall, was war denn Aufprall? Ich weiß nicht mehr, was Aufprall war. War das, wenn du irgendwo runterfällst? Ich nehme das mal rein. So, da haben wir schon eins drin. Das ist, ja, das hat mir Schusswunden, Wunden und Aufprall. Ne, das ist mir zu blöde. Das war auch scheiße. Das wäre auch ganz gut. Wunden plus 3. Das ist ja auch blöd, gell? Das hat Strahlung minus, plus 3. Und Wunden nur und Wunden plus 3 und das hat plus Wunden plus 2, aber dafür Strahlung plus 4. Was ist denn das für Käse? Strahlung, das ist ja noch weniger. Schusswunden. Was ist das? Ach, Ausdauer, das kannst du vergessen. Strahlung, Schusswunden, ja, das wäre eigentlich noch. Achso, das haben wir ja schon drin. Okay, lassen wir das jetzt mal so hier. So. Die Brüder. Finde den Code für die Tür. Aufgabe abgeschlossen. Ja. Ach, was war das jetzt? Hab ich wieder vergessen. 4526. 4526. Dämliches Vieh. Dämliches Vieh. Jetzt nicht alles, na gut. Ich sehe gerade, ich sollte vielleicht mal was essen und was trinken. Und die rausnehmen. Und dann machen wir 10 rein. Ach Gott, was soll das? Wir machen schon zu. Hier. Ratten, Hirsch. Nix.
kann man auch nichts machen. Was? Sie selber? Ah ja. Dieses kleine Rattenviehzeug. Schau doch hier hin. Ich hab doch schon wieder einen Schnauben hören hier. Oh. Wo sind wir entkommen? Da waren gerade vier Ratten. Zwei sind wir entkommen. Was beißt mich jetzt schon wieder? Und jetzt? Was war denn das gerade? Ist doch gar kein... Ne. So. Wo sind die Ratten hin? Ich habe hier so ein ganz ungutes Gefühl, Leute. Speichern hier. Ich glaub's ja wieder. Ausgerechnet die eine Kiste, wo ich denke, schießt du mal drauf, da geht sie schneller kaputt. Geht nicht kaputt zu machen. Ja, irgendwas. Los, schnaufen. Da steht doch der Kollege. Ach man, lass mal auf den Quatsch zu plädieren. Lässt du das mal, die blöde Spiel? Kann doch wohl nicht wahr sein, was ist denn das? Wir stoppen das Vieh nicht. Kann ja wohl nicht Wurzelschwein hier. Taschenlampe wieder leer. Liegt denn hier Schönes? Bringe die Dokumente zu. Ach, das sind sie schon hier. Das waren sie schon, die Dokumente. Ehrlich. Warum PDA? Was ist da mit mir? Na egal. Ich gehe aber trotzdem weiter. Ich weiß, was da sonst noch ist. Oder auch schon nur diese. Warte mal. Das ist doch noch nicht. Moment mal. Töte die Blutsauer. So, Winde, bringe die, das ist schon fertig. Was? Petrenko. Wieso ist denn das noch nicht? Finde die Dokumente, bring die Dokumente zu Petrenko. Hä?
X5. Was? Überlege halt gerade, ob ich nicht lieber doch die Autobahn in die Hand nehme. Und mit dem bisschen schiedischen Rumgeballere. Schon wieder eine Tür. Da bin ich doch reingekommen. Nee, wo bin ich? Nee, wo geht denn die wieder hin? Na gut, ich gucke mich erstmal jetzt hier oben hier. Das ist ja riesig wieder das Teil hier. Ach Moment, hier sind wir nicht reingekommen. Nee, das ich muss doch da hinten lang. Das war bloß ein kleiner Rundgang hier. Da muss ich doch drüben zu der Tür rein. Wie es aussieht. Das kann nicht so sein, ne, oder? Ah, gucke. Gut. War da eine Königin dabei? Neutral steht da. Na, ich weiß nicht, wenn das nie neutral war. Das ist schon toll, also. Ah, okay. Hier geht's nicht weiter. Okay. So, nochmal. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig. Finde ich, habe mir, ich mir fehlen noch Dokumente fürs X18. Die habe ich doch diesen blöden Veles gegeben. Oh, hoffentlich habe ich mir da nicht auch schon was verbaut. Es steht doch nichts davon da, dass ich. Vor allen Dingen wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Hier muss noch irgendein Raum sein. Ich höre doch hier den Quietschen die ganze Zeit. Und irgendwelche Monsters. Aber hier ist nichts. Hier geht's nicht lang. Oh. Sehr, sehr, sehr seltsam. Das war der Rundgang hier. Nichts zu mitnehmen. Na toll. Oh. Hier ist noch Leute. Oh, wie komme ich denn da hin? Oh. Da war doch gar kein Gang dorthin. Das waren die zwei Dinger. Das war die Wissenschaftler. Warte mal, wenn ich wieder rausgehe. Dann geradezu vorne. Schauen wir noch die Scheißratten. Oh. Hier war ich drin. Irgendwie mit der Rattenfleisch, du musst nicht mal Rattenfleisch dabei. Eine Ratte ohne Rattenfleisch, das brauchen wir noch nicht. So, hier war okay. So, jetzt mal hier ganz vor.
Hier war ich drin, ja. Hier war das Gitter, wo ich durchgucken konnte. Nee. Da waren wir runtergekommen. Okay. Das ist der Ausgang. Scheinbar das ewige Lähm hier. Oh gut, hier, da rumgehe. Dann kommst du hier auf, du Arsch. Warte mal, dann nehme ich mal jetzt normale Shotgun. Jetzt hat er letzten Schiss gemacht. Ne, haben wir noch nicht. Die stehen schon mal nicht mehr auf, die Brüder, ja. Halt Schnauze, du Arsch. Der lebt immer noch, das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt hat er den letzten gemacht. Ist hier auch schon was? Nö. Ich habe immer noch das Gefühl, dass hier auch schon viel. Die hatten doch irgendwas gesagt. Mit Blutsauger Königin wohnt da unten. Ach hier. Ach, wir haben auch bloß noch 6 davon. Mei, 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 mei. Echt jetzt? Wie ist das hier getrennt? Egal. Wollen wir den Mist hier noch mit? Denn noch nicht weiter. Das ist, ach, das ist das, wo wir die Dokumente gefunden haben. Hier ist nichts weiter. Ah, na gut, diese Munition für Ballerei hat sich nicht gelohnt. Na, Kisten kaputt. Was? Hier geht alles kaputt. Ja, hier wird eine Taschenlampe aus. Also nichts mit Queen. Dazu verstehe ich das mit dem X18 noch nicht. Ja. Vielleicht muss ich dann noch mal rein in das X18. Findet die Dokumente, sagt er. Aber die haben wir doch im Wales gegeben, die wir da gefunden haben. Das verstehe ich nicht. So, jetzt sind wir wieder draußen aus dem X414. Ja, das ging eigentlich, aber Blutsauger killen und so weiter. Okay. Bei bringen sie zu Veles. Das macht mich gerade wegen ein bisschen kerre.
macht mich gerade ein bisschen kirre. So, hier geht's nicht zum Akropon, da wollen wir nicht hin. Oh, wie größer hier steht. Oh, das war wieder zu groß. Das war wieder gleich zu groß. Das geht. Die Karten will ich doch auch nicht. Quatsch, zwischen Karten. Ja, okay, Karten wäre vielleicht auch gar nicht mehr so schlecht. Mal schnell zum Karten rüber. Sag mal, ich bin doch hier von der Müllhalde aus reingekommen. Von der Müllhalde aus reingekommen. Wie komme ich denn da nicht wieder zurück? Müllhalde, warte mal. Alter, leck mich doch einer am Arsch. So die Müllhalde hier. Welches Gebiet ist denn das? Ach Mann. Mach mich doch mal nicht irre hier. Ach, das ist doch Korten. Hä? Akropon? Hä? Na, ich bin doch nicht übers Akropon hierher gekommen, oder doch? Mann, dann wird's mir doch her, gell? Ja. Oh. Das macht mich jetzt wirklich kirre. Weil hier ist nicht Dings hier. Okay. Ich geh mal in die Bar. Klingt mir als. Wie ist denn das so finster hier? Ach, weil das 0:28 ist. Ach scheiße, hätte ich das gewusst, hätte ich vorher geschlafen. Wobei, Moment mal, das kann ich auch so hier. Soll mich ja wohl hier noch fressen. Was haben wir schon da? 0:29, 6 Stunden. Was sind wir? Ne, warte mal, das darf doch sterben. Jetzt müssen wir noch was trinken. Das essen. Und machen wir plus 6 Stunden. Oder 7. Und also ich könnte nicht, dass mich frisst. War natürlich blöd. Ja, das mit diesen Papieren, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ja, aber diese nervigen Zwischenvideos hier. Ja, das ist doch viel schwerer. Das ist doch wenigstens helle. Ich würde gerade sagen, wieso war das Ding jetzt ganz oben? Das sind doch hier Dokumente. Wo kamen die her? Top Secret. Ja. Ne, sind aber nicht hier. Ja. Achso, da oben steht ja menschliche Test. Ja, ich muss mal rauf zum erstmal in die Bar und gucken, ob ich dem Petrenko da auch schon was aufschwatzen kann. Ja. Trotzdem verstehe ich das nicht. Ich bin doch von der Bar in die Müllhalde. Hab dann rechts abgebogen. Richtung. Oder? Ah, ich bin schon total kerre hier. Wo sind wir jetzt? Oh, Gottes Willen, wie größer hier. Immer noch nicht. Labor X14. Ich verstehe das nicht. Ich hätte schwören können, ich bin von der Müllhalde gekommen. Hier geht's zur Müllhalde. Hier, Rostock-Fabrik. Na, ich wusste es doch. Ich bin doch von hier aus gekommen. Und der Übergang kam hier irgendwo raus. Nee, Quatsch. Hier. Rostock-Fabrik. Jetzt geht es auf jeden Fall nur zum Akropon von hier aus. Und das ist ja alles lustig. Was stand hier? Kind soll lesen. Och, sind die alle grün hier. Aber sag mal, das wo das
Das, was wir ausgeräuchert haben, das war doch nicht hier. Wo war denn das? Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Aber hier war es auf jeden Fall nicht. Was ist hier hinten was so? Was wir ausgeräuchert haben. Oh. Wo bin ich jetzt? Da. Na gut, das ist ja okay. Dann links abbiegen. Was? Du befindest dich auf militärischem Gebietstalker. Bleib auf der Straße und alles wird gut. Scheiße. Alles Schnauze. Gute Wahl, man sieht sich. Das ist frech. Gute Wahl, man sieht sich. Okay. Machen wir mal eine gute Wahl hier. Gescheite, ach Gott, schon mal raus von hier. Das wird das nichts mit den Nachbarn. Ja. Und. Gott, schrei. Diskutieren wir das mal mit der guten Wahl, man sieht sich aus, du Arsch. Kann doch nicht wahr sein hier, du frisches Schwein. Oder gesagt, ihr frische Schweine. Seid ihr Mistvögel, da vorne. Wie sind das? Oh Scheiße, jetzt schießen die schon. Scheiße, die Waffe klemmt. Oh, die Hunde lang ganz schön zu. Die Hunde sind hier sind, das sehe ich aber nicht. Das ist ganz schlecht. Oh, die Schweine sind lang ganz schön zu, gell? Klemmt die Scheiße schon wieder. Nee, das war nicht. Ja, da ist er noch. Klemmt die Waffe schon wieder. Ach, das klemmt die Waffe schon wieder. Mei. Warte mal, das ist die... Ja, das ist noch ganz in Ruhe, leider. Also, oh, ist noch keine Munition drin. Na toll. Bleibt nur mal ganz unruhig hier, Mistvögel. Das ist doch ein schlechtes Visier. Da oben, ich wundere die ganze Zeit, wo kommt denn das her, sag mal. Da oben steht so ein Mistschwein. Oh, Scheiße. Da hat sich einer hinter mich geschlichen. Das kann ich natürlich nicht an. Das könnte ich natürlich nicht an. Wieso hat das so ein extrem schlechtes Visier? Und wie komme ich besser an die ran? Da
wie weit das ist. Was ist denn das für ein Gebäude? Wie groß ist das gar nicht, gell? Das ist das schräge hier. Das ist das schräge Gebäude hier. Ah, scheiße, ich hab gedacht, man kann die Leiter rauf. Dass ich sie von oben belästigen kann. Ganz unruhiger Drecksvögel. Da hat ein Tisch gewarnt, ja. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Ja, schmeiß ruhig rum mit deinen Handgranaten. Unhöfliches Gesinde. Da schießt er wieder hier drüben raus. Oh, scheiße. Wo ist er? Na gut, ist halt die dran jetzt. Warten Sie mal bitte umfallen, Herr Arschloch. Na, wo versteckt ihr euch, ihr kleinen Schweinchen? Das mit dem Umgehen klappt nicht nochmal, ne? Also, böse Scharlatan jetzt auf einmal. Da ist er. Na, hier sind noch drei. Was? Batterie? Ja, das ist eine scheiß Batterie. Ah, wusste ich doch, dass hier von hier kommen die Schweine. Die Schwarzen. Komm her, Arschloch. Oh, Kacke. Ja, warte mal. So, jetzt diskutieren wir weiter. So ein Sinn auf Himmel. Da versteckt er sich, die Kleine. Na, was ist denn los? Arschloch. Oh, halt, falsche Taste. Das wollte ich doch haben hier. Und? Schweinchen, Schweinchen. Steckst du? Ach, ich hab Dubletten eingestellt. Ah. Ich hab Dubletten eingestellt. Sehe ich jetzt erst. Das war eine schöne Explosion. Wow. Oh, da oben habe ich gerade einen rausschießen hören, rausschießen sehen. Da hat doch gerade von hier einer geschossen. Ne, da ist einer. Warten Sie mal bitte sterben, Herr Kollege. Quietsch safe. Gut, ich muss die haben. Safe pack. Da oben ist einer auf dem Dach. Warte mal, gehen wir jetzt mal lieber hier den auf. Automatik. Ja, voll Angst. Flinten. Och, guck mal da drin. Oh. Das sind 50 Rubelscheine, 50 Rubelscheine, das sind 2.500. Hallo, die Esse. Danke für Ihre Mitarbeit, Herr Arschloch. Da hat auch noch mal 1.000. Ne, was ist das hier? Nee, 100. Herr damit. Egal, Herr damit. Alles verarbeitet hier. Hier, Futter. Wodka. Gut zum Verkaufen. Dann noch irgendwas. Hier haben wir auch noch mal Futter. Dein. Warte, habe ich nicht gerade irgendwo was Blaues leuchten sehen? Hier. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier gerade die Sunnybox leuchten sehen. Och, da wird man hinter. Okay. Ja, irgendwo ist noch ein paar. Aber die kriegen wir auch noch aus der Landschaft.
die Herren von der Dumpfvogelfraktion. Ich habe Durst, ich sollte bald was trinken. Na gut, dann trinken wir mal was. Wir hatten da schon wieder Durst. Hier, guck mal, haben wir mal eine schöne Zippe rein hier. Macht er. Okay, warum geht hier schon mal eine Treppe auf? Oh, Kisten. Kisten. Ich hätte erst gesagt, keine Lust, erst das Messer rauszunehmen. Ist hier noch irgendein Arsch? Wo seid ihr? Bin da. Oh ja, Essen. Bin da, wer noch? Hier scheint jener zu sein. Oh, hier, Wasser. Hey, hey. Ich hab gerade noch gedacht, scheiße, mein Wasser wird langsam knapp. Und schon kriege ich welches geliefert, Freihaus. Wunderbar. Oh, was ist hier geleuchtet? Was ist denn da? Wo sie, ach, hier hinten. Diese Säcke, die haben richtig gebunkert. Habt ihr das gesehen? Was die alles gebunkert haben hier, diese Vögel. Was ist hier hinten? Oh, hier. Oh, schön. Oh, wunderbar. Wer damit alles meins? Das ist alles. Oh ja. Mann. So, hat er schon rausgenommen, die Wodkaflasche. Da haben die gebunkert hier. Das ist ja die Weihnachten und Silvester auf einmal. So, weiter geht's nicht raus, leider, wie es aussieht. Ne? Na gut. Gucken wir mal. Oh, was haben wir hier? Dahinter. Ach, hier hinter dem Lang. Schleicht darum der Kollege. Denkt sich, ja, da ist der. Oh, da war noch eins. Doch noch was vergessen hier. Nochmal. Ach, hier auch noch. Was ist denn das? Ammo. Hydro. Hydro-Schock Ammo. Hier noch was und was. Ja, zwei haben wir noch hier. Hier auch noch. Sag mal. Was haben die hier alles? Die hat man geplündert, die Dimpfhörer-Fäschel. So, wir sind von hier gekommen. Da hinten ist auch noch einer. Mindestens war da gerade noch einer. Da gedacht hat, er kann hier rummotzen. Bisschen die kleine Schweinchen. Jetzt sind wir sowieso wo deine. Was deine Kumpel hier mit hatten. So, einer war auf dem Dach oben auf jeden Fall hier. Ich glaube nicht, dass wir da hinkommen. Ja, plündern wir erstmal die Waffen. Quatsch, die Wachen. Oh, scheiße, ich stehe nicht mehr. Oh, Mann, das hasse ich immer, wenn auf einmal das Bild weg ist. Das ist extrem lästig. Was hier Feuer? Wird gar nicht gefeuert. Wenn hier gefeuert wird, dann sag ich das. So, Flinten haben wir von den Brüdern. Und mal hier vorne haben wir noch einen. Ich den übersehen. Auch einen hat man hier abgeschossen, gell? Hat sich den schon gelootet? Ne, hat sich noch nicht gelootet. Den Kollegen. So, jetzt fehlt mir auch noch. Ah, hier geht's rein, alles klar. So, hier steigt der eine auf jeden Fall rum irgendwo. Wobei die Hütte kann man später plündern. Gehen erstmal rauf hier und sagen erstmal bei diesen Vögeln Hallo. Gucken, dass uns keiner im Rücken fällt hier. Ja. Oh, die Treppe sieht doch scheiße aus hier. Wo? Wo bist du, Schweinchen? Wo bist du, Schweinchen? Wo versteckst du dich? Hä? Von wo ist denn da gerade geschossen davor? Echt jetzt von hier unten? Oh, scheiße! Waffe hat geklemmt. Waffe hat geklemmt. Da hat gerade die Waffe geklemmt. Kannst du fliegen, du Arschloch? Ach, was war denn das?
Okay, Arschloch hat alles gegeben. Ich hab doch gefragt, kannst du fliegen, du Arschloch? Er hat gesagt, ja. Hat mir nicht ganz gestimmt. Kasperle. Nichts ist hier. Wo eh jetzt gerade der Klicker das ausgerechnet in dem Moment meine Waffe geklemmt hat. War es immer noch einer. War Schlot der aus unten, der letzte, oder? Das gerade. Das letzte Schweinchen ist wohl unten. Ja, warte mal, ich komme hier rauf. Ich kenne hier unten, ne? Okay. Jetzt müssen wir das letzte Schweinchen noch finden hier. Ah, da, 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 da. Da muss er irgendwo sein. Hier drüben muss er irgendwo sein. Hier in dem Gebäude. Da ist er. Du wolltest der King sein, oder? Wisst ihr was, du bist ein Arschloch. Ein totes, kleines, dummes, totes Arschloch. Ja, okay. Weh getan, was soll's. Ach so, hier waren keine Räume. Ein kleines, totes Arschloch. Irgendwo. Ups. Was war das denn? Achso, hier geht's nach unten. Das ist klar. Irgendwas drin? Ne. Schlimm, in der Hütte ist überhaupt nichts. Habe ich das Gefühl. Auch wieder blöd mit dir. Ne, in der Hütte scheint gar nichts zu sein. Leer gefegt. Höchstens hier halt. Nö, überhaupt nicht. Na ja, gut, ich habe in Westgott von denen genug geplündert. Außer den Kunde da drüben. Den holen wir uns natürlich noch, den Honk. So. Und für wen war es nicht besser, ihr Arschlöcher, hä? Für wen war es nicht besser, ihr Vollpfosten? Ich dachte, ihr könnt euch mit mir anlegen oder wie? So, wir wollen ja nicht mal zum Kordon. So ist. Oder? Hat er vielleicht, hat er, ob der Sidorovic was hat? Was gescheit? Hä? Ach komm, gehen wir halt ihren Kordon und dann Müll halt ein paar. Hier könnte man nochmal reingucken, wenn sie nicht vorher. Oh, ich will nicht, dass immer was ist, ne? Haben sie gedacht, sie können einen großen Matz... Ah ne, warte mal, gehen wir erstmal eine Speicherei her. Ja. Fällt mir irgendwie besser. Haben sie gedacht, sie können einen großen Max markieren, die drei Hanseln. Ja, zwischen den Bäumen, so, da hast du dann ständig irgendwelches Laub vor der Nase. Das ist dann oftmals gar nicht so angenehm. Okay. So, dann schon lieber eher eine freie Fläche. Da haben wir ja auch einen da. Was ist das? Ach, das war die Scharfschützen-Akkubahn. Warte mal, nee, das war die normale Akkubahn. Ach, das war die Scharfschützen-Akkubahn. Akkubahn oder wie auch immer sie heißt. Hier flattern größere Mengen an Hubschrauber rum. Aber ich wollte aufgrund dieser merkwürdigen Geräusche eigentlich das hier haben. Hier ein bisschen Shotgun. Boah, Schuss. Ja, das sind noch Zähne. Ja, geht nicht. Hör mich heute einen Schwanz haben, du. Das ist ja schon viel. Wo bist du? Da hinten rauf mit so rammeln so rum. Robelfell. Bin ich denn jetzt hier eigentlich im Karton? Moment mal. Oh yeah, da dürfte ja hier auch wieder alles voll Armee sein. Ach, von hier aus. Hierher kam man ja gar nicht. Da war ja hier oben nachher zu Ende. Ja, das ist interessant. Die Hunde hole ich mir später mal.
Oh, Scheiße, ist ja verstrahlt, dieses Ding. Scheiß Hütte hier. Strahlt wie Sau. Ach, nicht springen, du Arsch, du sollst rennen. Ja, da kommt da unten. Da kommt bitte nicht zu sehr strahlen. Wird hier nichts drin. So, von hier unten kam man ja nie. Es ist hier oben, ist jetzt, ja, das ist die Frage. Es ist der Arm, ist der Armee. Wenn ja, muss ich sie alle töten. Oh. Yep. Oh, da haben sie einen anderen Turm. Wow. Ja. Das sieht alles ganz schön anders aus hier. Muss ich sagen. Die muss ich alle töten. Bleibt mir nicht anders übrig. Da strahlt auch wieder den Christbogen. Na, der macht das. Der macht. Oh, warte mal, oder? Ich könnte hier mal. Ich könnte hier mal. So sind sie ja Ecke. Also ich mache nichts, gell? Nur zur Information. Ich mache gar nichts. Ach du Scheiße, was ist... Was ist denn das für ein Kack? Gib mir mal Shotgun-Munition hier auf. Das ist die hier, hä? Und mehr haben wir davon nicht. Das ist ja arm. Ich dachte, ich habe da ein paar Schuss mehr, aber das aussieht nicht. Ach, Mann. Die letzte. Sagen wir schon 310 Schuss. Wo sind die für mal hin? Was soll denn das? Die ganzen Blödmänner weg. Ja gut, der da oben war, da hat man eigentlich mit der meisten Sorgen gemacht. Wo sie herkamen, mussten sie scheinbar nicht so richtig. Oder so umgehen mich jetzt die solchen Vögel. Oh scheiße, Bild weg. Oh fuck. Wo bin ich? Ach, falsche Richtung. Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Scharfschützen-Okoban oder der normale? Hier habe ich eigentlich nur einen. Ich hab nur einen. Schalldämpfer, oder habe ich noch einen gefunden? Nee, gottverdammte scheiß Dings hier habe ich wieder gefunden. Zielfernrohr für die Dings. Das ist gar nicht, was die hier alles haben für Munition. So, Sunny 21, doch, da müsste ich eigentlich hinkommen damit. Das war jetzt der normale Okoban, gell? Die hatten die. Ach, die hatten Schalldämpfer drauf. Ach, die hat ja schon Schalldämpfer. Das war jetzt meine normale Okoban. Okay. Haben wir noch ein bisschen Munition hier rein. Ja, von der günstigeren. Das ist schon wieder hier. Ja, muss ich schon wieder umstellen hier. Von der Seite her bin ich es halt überhaupt nicht gewohnt, gell? Ich will mich hier veräppeln. Jetzt. Von der Seite her bin ich es halt überhaupt nicht gewohnt. Oh, da ist wieder dieser Vogel, warte mal. Den schießen wir mit der Scharfschütze auf.
Jetzt steht wieder einer hier. Oh, Mann, ne. Na, eh da mal umfällt. Kannst du vergessen, das Scheißding, das verkauf ich wieder. Oder nicht wieder, das verkauf ich. Das Scheißding. Scharfschützen, ja, das ist meine Autobahn. Ups, hab nicht gedrückt, aber ich hab gar nicht gedrückt, klickt. Genau. Ich hab doch jetzt gerade rechts was laufen sehen. Wieso bin ich eigentlich in Knien hier? Wenn wir jetzt hier an den Modi. Das sieht jetzt irgendwie alles komplett anders aus hier unten. Die Armeestation. Die haben sie. Oh, scheiße, da oben ist einer. Was ruft hier? Was ist hier? Was hier? Oh, Schwein schmeißt mit Granaten rum. Spinnst du oder was, du Vogel? Was hast du davon, du Arschloch? Anschleichen oder was? Was ist da haben, du Arsch? Hat das aber gemacht. So in einem arabischen Wasserlauf. Wo kommt der nächste? Und dann ist er noch da. Und tschüss, Baby. Ach, das habe ich immer geliebt, diese Station aus. Ach, Pummi, grüß dich. Das habe ich immer geliebt, diese Station auszurotten. Ja, du kannst mich lange am Arsch lecken. Oh. Ja, wo ist er? Ja, du musst immer hängen. Du Mist vor. Wo sind die da hinten? Dorthin? Traust dich wohl nicht mehr. Ja, schrei noch ein bisschen rum, du Schreier halt. Noch von rechts. Wo kommt das her? Ja. Die Säcke verstecken sich schon im Gebüsch, steht oder? Ah, da ist ein Vogel. Da ist ein Schweinchen. Und das ist mein nächstes Opfer. Ich hoffe, die Armee mit dem Hubschrauber mischt dich nicht ein. Das wäre natürlich ziemlich unangenehm, ne? Keine Munition mehr der Armee. Ihr schmeißt mit Granaten, ihr solchen Vögel. Dann komme ich zu euch. Dann komme ich zu euch und dann. Ui, was war das? Da von hier oben! Versuchen sie anzugreifen, die heute. Haben sie uns gern geschissen oder was, die Arsch? Du bist mein nächstes Opfer. Nur nicht Warzenschwein hier. Da ist auch noch einer da unten drin. Ah, den sehe ich nicht gescheit. Und weg war der Arsch mit Ohren. So, einer von rechts, ne? Oh, da war gerade einer. Komm, du Opfer. Oh, hat er noch ein bisschen Munition vorbei? Ein Ziehsturm steht auf. Ja, genau, und da gehe ich bei der Armee rein. Leckt mich aber mal kreuzweise hier. Moin! Jetzt hau ich einfach ab. Wenn ich schnell in Korte. 22 Sekunden habe ich noch. 19. Keine Angst, Leute, ich komme wieder. Dann Beule. Oh, was für eine. So. Na, was ist denn los? Warum springst du die Blätter nicht drüber oder die verschissenen Gartensauen? So. F5.
Wo sehen wir jetzt am besten der Emission? Oh, hier sehen wir es am besten, wie es aussieht. Ein schöner Ausblick hier, von oben vielleicht. Ne, von oben ist ein schöner Ausblick. Ja, direkt an der Tür möchte ich auch nicht stehen. Ja, wir haben ja schon einen Stream, wo man das wirklich schön gesehen hat. Oh, hier. Diese Blitze hier. Da hat mich ja einer erschlagen. Von den Blitzen. Ja. Aber diese wunderschönen Himmelswolken, diese roten Wolken, nicht die roten Wolken, sondern so, das sah aus wie Nordlichter, aber in Rot. Das sehe ich jetzt momentan hier nicht. Bei der Banditenbasis oder vor der Banditenbasis. Wo ich diese blöden Tabletten. Ich habe ja sicher. Hab ich die noch? Ah ja. Die sollten ja normalerweise eigentlich helfen bei Emissionen. Aber hat aber nicht funktioniert. Hat sich noch Blitz erschlagen. Vielleicht funktionieren sie auch bloß, dass wenn du in den Unterstand stehst, dass du jetzt also nicht von den Ziehemissionen gekillt wirst, sondern dass du aber zumindest vor den Blitzen dich in Sicherheit bringen musst. Stand da auch irgendwas? Was stand da? Warte, im XR Antwort teuer, stellt so eine stärkt Immunität, falls du... Ah, nee, ich warte da. So. Na gut, solange das jetzt hier prasselt, gehe ich mal schnell auf die Toilette. Das kann ja noch eine Minute, zwei dauern. Und gleich wieder da. Скучали, мужики. Sind, kommen auch mal schnell zum Sidorovic, ob da ein bisschen was für uns hat, Ammo oder irgend sowas, oder ein Auftrag. Jetzt noch weiter vorne. Ne, Moment mal, doch weiter hier. Oh, du hättest nicht draußen bleiben sollen, Armleuchter. Du hättest nicht draußen bleiben sollen, kleiner Dummling. So, mal sehen, was ich flitze, ob da auch mit Munition oder irgendwas hat. Was hast du denn für Aufträge? Hast du was für Lager?
Wildschweine, Fleischauge, Fleisch, nö. Ich erfinde Fleischauge, das kannst du haben. Auch ich. Ja. Was ist denn Fleischohre? Ah, haben wir zwei Verbandsdinger gekriegt. Halt, Handel. Handel ist Wandel. Jetzt hat er auf einmal Sachen hier. Anzüge hier, jetzt hat er auf einmal die hier. Den haben wir ja schon. 50, Double 50, das ist ein Schlitzohr. Woanders wollen sie 40.000 haben. Double 50 haben, gell? Diese Ratte. Double, hier wollen wir 300 haben, diese Ratte. Mann, was bist du ein? Ja, Ratte halt. So. Bisschen was davon. Sprit. Das werden wir von Kanister Sprit haben. 1000. Na, du hast so, die haben sich nicht rumgeschissen oder was. Oh, und Schalldämpfer, den will ich haben. Den will ich haben. Was ist das für ein Zielfernrohr? Ist das ein normales? Ja, scheint normal zu sein. Habe ich noch welche? Ich weiß gar nicht, ob ich noch welche habe. Zielfernrohr. Nee, was will er haben? 400 Rubel. Ja, gut, dann muss mit. Was wir noch auch eine Waffe aufrüsten wollen. So, restlichen Rotz kannst du behalten. Altes Schlitzohr. Verkaufen tust du gar nicht. Good hunting, Stalker. Ja, du mich auch. Du altes Schlitzohr. So. Liegt da hier in der Pampa rum? Oh, da liegt noch einer in der Pampa rum. Sehe ich gerade. Ja. Hat's nicht mehr geschafft bis rein. Ja, das war. Ach, kann ich doch gleich runter zum Dings. Kann ein bisschen reparieren und zeichnen. Hallo. Ich mache die Waffe weg hier. Mein Freund Fuchs. Ich habe was zum Reparieren. Na, komm her. So. Was? Nee, ach scheiße. Die sind jetzt wieder meine. Ach, hier unten, die sind ja meine. So, G36 nicht. Die G36 nicht. Das Bass müssen wir reparieren. Der HK müssen wir nicht reparieren. Die müssen wir wieder mal reparieren, ja, schön. Das Anzug, ja, was sind jetzt? Komm her. Anzug müssen wir reparieren. Da müssen wir meine, ach hier der Ackerbahn, ich wollte gerade sagen. Die müssen wir reparieren. Und die Dings kann man nicht reparieren. Das ist das. Hier unten kann ich gar nicht anklicken, aber brauche ich auch nicht. Was? Ein Enfield 1185? Ach, ach. Die hier sind jetzt Enfield 1185. Ich habe es ja noch nicht ausprobiert, gell? Was ist denn das? Ach, das ist wieder ganz anders. Was ist, was hat denn hier? Modulares Gehäuse. Ach, Wartung, also Haltbarkeit scheinbar. Hä? Und hier haben wir aber Dings hier. Genauigkeit. Weicher Abzug. Gezogene Scharfschützengewehrkanäle. Nochmal Genauigkeit. Aber ich krieg hier nur widerstandsfähig, wieder keine Parameter. Ein Gehäuse, einer extrem widerstandsfähig. Sturmgewehr täglichen Handeln. Ja. Was haben wir hier? Genauigkeit, aber nur 6%, 2% und 7%. Das sind 13, das sind 15. Und hier hat man 12. Na, keine Frage. Okay. Was ist das? Handhabung? Was passiert denn da eigentlich? Bewege. Ja, Müll. Oh! Montage eines optischen Zielfernrohrs. Von mittlerer Länge. Das könnte man natürlich mal machen, gell? Was? Was ist jetzt schon wieder? Vor ein paar Monaten habe ich ein UFO gesehen. Das ist so ein Vollpfosten. Verdient die mich hier ablenken. Wo war's denn jetzt? Wie ist die Enfield 1185? Reparieren wir das Ding? Ach nee, halt, nee. Ich habe gesagt, nicht reparieren. So, was war das jetzt? Da müssen wir ja hier, hier und hier. Und da war das Handhabung.
Griff man das Feuer in der Waffe in Bewegung einfacher macht. Und das war Genauigkeit. Ach komm, ich mach das mal hier. Komm. Da tun wir die mal austesten. So. Probieren geht über Studieren. Vielleicht ist sie ja hier gar nicht so schlecht. Die sieht immer aus wie von Mädchen designt. Von Mädchen für Mädchen. Okay. So. Jetzt hat er schon wieder den Anzug rausgezogen. Mann, bist du wahnsinnig. Welche haben wir jetzt hochgemotzt? Die hier. Die soll jetzt ein besseres Zielfernrohr haben. Da bin ich mal gespannt. Und ich habe doch gerade einen Schalldämpfer gekauft. Ich mag es nicht. Huch, und jetzt? Ach Quatsch, da muss ich. Ach, nicht doof. Da muss ich das mal drauflegen. So, und jetzt können wir. Wo sind jetzt hin? Ach, hier. Huch. Ach nee, das ist ja. Ach Quatsch. Hallo? Nicht, ach, hier oben ist es. Mann, die will ich verarschen hier. Ja, geht drauf. So. Und das soll jetzt ein anderes Visier haben als. Oh, guck hier. So sieht es mit der aus. Mit der aufgemotzten. Mit Zoom ist nicht. Und die unaufgemotzte, das wäre die hier. Dasselbe Visier. Sag mal, wollt ihr mich rollen oder was? Also machen wir mal irgendwas hier. Baum. So. Also das ist jetzt hier so. Okay, mal merken. Und das wäre jetzt. Oh doch, das geht doch ein bisschen mehr dran. Das ist jetzt, oder? Das Mann. Ich bräuchte irgendwas, wo ich genau zwischen zwei Punkten hier rechts und links komme. Habe ich aber gerade nichts. Na, warte mal. Hier kennt man. So, alten. Das wollte ich verscheißen hier. Irgendwas, was genau ins Dings reinpasst, komplett ins Visier. Der Wagen hier. Ein bisschen zurück hier. Ne. Ja, ich probiere es trotzdem mal. So. Also der Wagen, da ist noch rechts und links ein Zentimeter Platz. Bei der aufgemotzten. Und bei der unaufgemotzten. Oh doch, ist schon um einiges mehr. Weil die ist jetzt ungefähr so wie die Scharfschützen. Okay, oh, die kann ich zumindest reparieren. Oh, Munition wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. Entladen wir die Waffe. So, das haben wir hier. Hauen wir die raus. Und haben eine Ladung davon rein. Nachladen. So. So, jetzt. So, wie sagt der Adelheid immer? Heute ist nicht aller Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Und ich habe es euch ja versprochen, ich komme wieder, ihr Stationvögel. Jetzt gibt's Saures. Jetzt gibt's aufs Maul. So. Wo versteckt ihr euch, ihr kleinen Schweinchen? Stopp, ja, von welchem hier Stopp? Vergessen. Ach, da steht noch einer. Er lebt wohl noch. Das ist denn für mich Arschloch. Waffe? Ruhig. Das war gar nicht. Ach, hier. Ach, hier. Du hast noch die große Fresse. Einer turnt hier noch Aschen herum. Die Ärsche, wollten sie sich mit mir anlegen.
Noch eine Waffe hier. Du brauchst gar nicht um Hilfe hier zu schreien. Schreit auch mit um Hilfe. Das war noch was. Da war doch noch was hier. Hier. Schön, da wieder schön hier. Muss wieder schön ausplündern hier, die Brüder. Hey, wieso kann ich das Zeug nicht mitnehmen? Was ist das? Energy-Drink? Schnauze. Okay. Oh, Gasmaske, guck an. Oh, Scheiße. Ha. Da haben wir keinen Code, leider. Da haben wir leider keinen Code. Ich sehe auch keine Papiere hier. Das sieht ja wirklich mal komplett anders aus. Ja. Auf hier rum zu diskutieren. So, den hat man ja auch schön weggenickt hier oben. Ja, ich habe gehofft, dass der Scharfschützenzeug hat aber nichts gehabt. Leider. Da muss ja noch so ein Schweinchen rumlaufen, gell? Naja. Ich frage mich bloß wo. Entweder hier drüben. Das sieht ja wirklich komplett anders aus. Normalerweise bin ich dann immer hier hinten am Rand runtergelaufen. Und da ist normalerweise dann hier so eine Ecke. Gell? Und da habe ich mich immer hier dann an die Ecke hingestellt. Und hab gewartet, bis ich hier rauskam und hab sie dann nacheinander abgeknallt. Und gehen konnten sie einen da nicht. Da hab ich sie mal 20 Stückweise habe ich sie mal ausgeknipst. Ach ja, kein Stress, du scheiß Hubschrauber. Ich vermute mal, da ist hier hinten auch schon drin, in der falschen Tore. Der letzte. Vermutlich im Gebäude. Okay, war für die Winterhilfe, diese Reparatur, beziehungsweise, also ich weiß nicht, ob das gerade gemerkt hat, ich weiß nicht, an was das liegt, aber die NATO-Waffen, bis auf die, Verbandszeug, gut, bis auf die Dings hier, bis auf die GP36, oder G36, G37, oder wie sie es auch immer gerade nennen, weißt du, die lecken hier wie Sau. Hier ist noch einer. Den wir aus der Landschaft geknallt haben. Bin ich jetzt, das war da drinnen gerade. Und gar nicht so viele hier. Warte mal, hier unten ist noch einer, oder? Hier war noch einer rumgekraucht. Weil die auf den Krieg spielen, der Kollege. Wo bist du denn? Hier gut. Haben wir die Flinte. Ja. Ne, jetzt habe ich gleich wieder meine Occupy. Ach Quatsch. Bescheuert oder was? Dann nehme ich meine Occupy wieder. Was ist denn das da? Ne, die Scharfschützen Occupy nicht. So. Also IL-86 kannst du auch vergessen. Dann muss ich mal sehen, dass ich nochmal eine G36 auf den Kuh kriege. Wie hätten sie doch jetzt die G36 hier, gell? Ja. Dings heißen sie ja nachher, Chat of Schandefühl heißen sie ja nachher GP36. Warte mal, hier lag hier noch irgendwas. Da hat sich das aufgelesen komplett. Ja, scheinbar. Hier. Oh, was war das gerade? Ach, da habe ich auch hinten rausgeschossen. Hab ich gar nicht gesehen. Was arbeitest du? Was erzählst du von der Arbeit? Hab mal die. Oh man, ich hab doch hier vorhin noch was rumliegen sehen. Hast du das gleich aufgenommen oder was? Oh. Runter damit und... Na, was soll das?
Okay. Ja, wie kriegen wir den Dings hier auf, den Tresor? Haben wir da irgendwie... Ach, das kann sein, dass das eine Mission ist. Dass da irgendwann mal der Wirt sagt, hier, du musst mal dahin und musst mal da was aus dem Ding rausholen. So, okay. Für eure Frechheit habe ich mich gerächt. Okay, die lassen sich wieder mal nicht aufmachen hier. So, ich überlege gerade, gehe ich doch noch mal zum Dings rein. Die sitzen 31. Gehe ich noch mal zum Sidorovic und lass mir ein paar Aufträge geben. Da hat er auch noch ein paar Aufträge. Es könnte sein, dass der dann erst später damit rausrückt, wenn wir die Aufträge erfüllt haben. Die Wildschweine und irgendwelche anderen Scheiß hier. Oh fuck, da immer der Bunker. What have you got? So, Auftrag. Eliminierte Wildschweine, mach ich. So. Wildschweine. Good hunting, Stalker. Ja. Wildschweine könnten wir eigentlich. Ich weiß nicht, nehmen wir das Ding hier, das Shotgun, hä? Ich hab's mit der Munition. Wie sie mich scheiß Munition drauflegen, das ist so ein Sackgang. So, hab ich überhaupt noch Shotgun? Munition halbwegs. Ja. Okay. Ja, wo sind die Schweinchen? Oh, scheiße, Animalie. Schweinchen. Fängt das doch mal an zu pissen hier. Und zu gewittern. Was? Wo sind die Schweine? Was ist das? Ah, hier. So, ich muss ja noch dem anderen achten. Ach, ein Nebenmissionsfeil gibt's gar nicht. Na, jetzt schau einer guck. Zurückkehren und die Belohnung kassieren. Welche Belohnung? Ich hab noch gar nicht gemacht. Na gut. Gehen wir auf die Viecher abschießen und dann gibt's scheinbar zwei Belohnungen irgendwie. In einer, was ich da wieder ausgeknipst hatte. Was es eine Belohnung für gibt. Ich sehe hier Grund, ihr seid oder? Lass mich das mal lassen, du bist viel. Ihr dummen Viechter. Ihr blöden Scheiße, Grunzer. Ich hab gedacht, ihr könnt sich schnell laufen wie meine Kugeln fliegen oder was? Okay. Ach, ist ja Hundi hier oben. Schwänzchen, komm zu mir. Hundi. Hier sehe ich doch auch einen von diesen Mistviechern. Ach nee, das war Wildschwein. Ich hab doch ja gerade nicht gesehen. Wo ist denn da hin? Das vielen. Ich schieße so gerne runter und rupfe mir den Schwanz so gerne raus. Stiften gegangen, das Mistvieh. Sauerei. Naja. Ah, hier habe ich ihn gerade reinsehen. Wo ist er hin? Da ist er. Ey, du verschissene Dreckstöhle, bleib hier. Ich will mit dir spielen. Dahin renne ich jetzt nicht nochmal, das ist nur zu blöd. Oh,
Oh, scheiße, Anomalie. Eine Anomalie. So. Genau, Shotgun-Munition kenne ich beim Strafdienstkurven hier. Braten. Ich bin wegen des Auftrags hier. 500 Rudel. So. Was war der nächste? Ach, hat gerade nichts. Zone. Kann ich dir verkaufen? Ich brauche Geld. Lassen Sie uns die Freiheit. Mal alles durchklicken. Das könnt ihr euch dann alles im Video selbst durchlesen. Das ist mir zu blöde, das jetzt alles vorzulesen. So, Shotgun-Munition. Ah, hat er 50 Schuss. Gut. Hier 30 davon, 10 davon. Handel ist Wandel. Ne, die verkaufst du nicht hier. Ne, die verkaufst du nicht mal die Gitarren, die alten Schlitzohr. Good hunting, Stalker. Ja, ja. Ah, ich hab gehofft, dass er Dingsauftrag hat hier. Ja, kann man machen nicht. Jetzt muss man gucken zu. So. Okupan. Hier die. Ach, warte mal. Erstmal hier. Und entladen. Die fliegt raus. Die fliegt auch raus. Das Problem ist halt, dass der IL-86, oder jetzt heißt sie anders, jetzt heißt sie ja L-85, der TAS und SIG, dass die alle Probleme machen bei dem Dings hier. Oh, hat er die Munition? Wissen, komm mal her. Hast du die Munition hier, Karl Otto? Got him. Ne, hat er natürlich nicht. Ach so, so ein Werkzeug. Habe ich schon Werkzeugkasten. Ne, hat er leider nicht. Was habe ich noch an Dings spritzen? Wie habe ich denn da noch? Ich sehe es nicht. Ich kann es nicht. Ist das bloß eh nicht, gell? Na, da kaufe ich doch die mal noch hier. Auch wenn sie scheiße teuer sind. Da müsste ich die mal haben jetzt. Wo ist es? Bin ich jetzt ein bisschen blöd oder was? Ach, hier sind sie. Ach nee, ach, das waren Elfe. Na gut, da ist halt 15 jetzt, was soll's. Good hunting, Stalker. Ja, ja. Wenn wir alle so viel hätten wie Geld. So. Gehen wir mal zum Dings noch frei. Ja. Nochmal, na gut, hier halt nochmal repariert und das war die waren jetzt, warte mal, Shot dann die Endstil, die verkaufen wir. Das ist schade, gell, dass die Dings hier solche Schwierigkeiten macht. Na, wo ist denn meine Shotgun? Ich sehe meine Shotgun hier noch so. Ach, da oben ist sie. Gleich reparieren. Ach hier, da hat man Fassungsvermögen. Und Haltbarkeit. Okay. Ach so, halt, du hast doch bestimmt Geld, oder? Ach, 400 Rubel. Ach Alter, was will ich mit 400 Rubeln? Aber wir gehen ja eben per Paar rauf. Kommen wir gleich beim Betränko. Und was habe ich jetzt in der Hand? Ne, die will ich jetzt nicht haben. Und vor allem will ich was angezogen haben. Also ich halt nackt in der Pampa rumlatschen. Und welches ist das? Der Ackerbahn. Der normale. Das ist natürlich extrem ärgerlich. Ich brauche mal noch eine
noch eine Ökobahn, also hier ist jetzt die Ackerbahn. Ich brauche mal noch eine Ökobahn. Vielleicht kann man da auch irgendwas mit der Zielgenauigkeit, also die umbauen auf Scharfschützen-Dings, also mit einer höheren Auflösung. Ach so, so muss man machen. Bist du das, Wolf? Alter. Ja, rennst du hier in der Pampa rum? Ja, sieht aus wie Wolf. Wolf! Hallo Wolf, bist du der Wolf? Wolf, genau. So, ich denke mal nicht, dass jetzt wieder irgendwelche verschissenen Soldaten hier in der Pampa rumrammeln. Oh, Scheiße, von Wesen. Hohoho, von Wesen. Keine Soldaten hier. Von Wesen. Jetzt vielleicht nicht so rumschreien sollen, du Arschloch. Was ist los mit euch gleichen Vögeln, ne? Wollt ihr rummotzen oder wie? Drüben muss auch ein Sinner sein, Arschloch. Ne, hier, da oben. Ich warte schon hinten, du kleines Schweinchen. Ja, da ist er. Ja, komm raus, du kleines Schweinchen. Oh, hat das aber gemacht. Sackgesicht hier. Jetzt haben die sich wieder hierher gestellt, die Mistvögel. Das muss man sich mal vorstellen, die Frechheit. Ja, gut, so bringe ich jetzt Munition mit. So, wo ist der Arm? Zwei oder drei habe ich jetzt hier abgeknallt. Da, den habe ich noch abgeknallt. Ah, schön, Sandbacke. Und hier waren noch zwei. Ha. Sind die von unten wieder hochgekommen und haben sich hier wieder hingestellt. Na, hier ist was los. Ach Gott, da muss ich das hier machen. Entladen, entladen, entladen. Das hat man jetzt gerade, gell? Ja. Das hat man auch schon. Der ist leer. Hier können wir noch entladen. Hier. Hier. Die hat man. Ja, die hat man schon. Die können wir noch entladen. Wo noch zum Entladen? Ach ja, die Shotgun. Ne, die bleibt. Die hat man ja ein bisschen verbessert. Okay. Ja, die da Tür geht, kommt man ja trotzdem nicht rein. So. Und ach, jetzt hänge ich wieder an dieser. An dem Grafikfehler fest. Komm, spring. Ach, das sind sie noch da. Guck an hier. Das sind's. Ja, die darf ich nicht abknallen. Fände ich auch irgendwie ein bisschen daneben, die armen Schweine abzuknallen. Wenn man sich überlegt, was die mit denen angestellt haben, gell? Und da ist man beim Übergang zur Müllhalde auch wieder irgendwie Armee da. Würde mich nicht wundern. Würde mich zumindest nicht wundern. Müssen wir aufpassen, wenn es piep 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 macht. Bitte vorsichtig vorgehen, oder? Nee. Scheint nicht so zu sein. Was? Denk an die Regeln. Ach doch, du Gehirn. Regeln, starker. Regeln willst du haben. Regeln willst du haben. Hier hast du deine Regeln, du Arschloch. Was sind auch noch? Was ist denn, du Schweinchen? Ach da doch. Ja, das sind meine Regeln, du Arschloch. So hinten. Oh, das sind ein paar mehr. Das waren dafür bis zwei. Das sind ein paar mehr. Da ist er. Tschüss, Baby. Später unten noch einer. Regeln. Hier gelten nur meine Regeln. So,
Richtig interessiert sich nicht, dass du beschossen wirst, du Arsch, oder? Ja, mit einer Waffe, die Fuhre. Also will ich nur zwei Waffen? Egal. Ruhe? Ach, hier also. Wo ist der Kerl? Hallo? Ach, hier. Ja, Hauptsache Wodka saufen. Das haben wir gerade gerne im Dienst saufen. So, was haben wir gerade gerne? Naja. Ihr seht's hier. Die Bestrafung folgt auf dem Fuß. So. Jetzt bist du noch dran, die Fuhre. Bestrafung für Saufen im Dienst folgt auf dem Fuß, Freunde. So ist das. Ja. Gib mir mal ein F5 her. Hallo? Jetzt. Ein Quietsch-Safe. Ach, das ist ja auch so beim Dings hier. Normalerweise ist ja gleich hier unten der Übergang. Und jetzt ist der ja hier oben. Grüß dich, Oropax. Ich habe vorhin schon erzählt, mir ist was total Blödes passiert. Gestern war ich klipperklar, da habe ich mich schon abends um 7 ins Bett gehauen. Bin dann in der Nacht um 1 rum aufgestanden, habe ein bisschen rumgedruckst, um 5 nochmal hingehauen. Dann nochmal 2 Stunden geschlafen. Okay. So. Und da habe ich gedacht, scheiße, machst du es heute wieder genauso, weil es mich um 7 schon wieder, auch wieder zusammengehauen hat. Okay. Ja, vergiss es. Okay. Ich lege mich ins Bett, so 7:30 rum, 7:30, lege ich mich ins Bett, okay. Werde dann irgendwann wach, guck auf die Uhr, auf den Wecker und denke, es ist 2:30 Uhr, okay. Setze mich hier hin, guckst noch ein paar Videos und Zeug, wie gestern, okay. Guck ein bisschen Videos, guck noch mal rüber zur Uhr. Ne, es war keine 2:30 Uhr, es war 22:30 Uhr. Habe ich gedacht, dann kann ich auch anfangen zu streamen. Deswegen streame ich jetzt wieder so spät. Ey, ich glaube, ich habe irgendeinen Fehler gemacht. Und zwar, guck mal, der will von mir X18-Dokumente haben, der Petrenko. Aber guck mal, hier ist es gar nicht angewählt, obwohl hier steht, ich finde X18-Dokumente und es ist gar nicht angewählt, also nicht wie hier, also, aber auch solche schon bringen. Deswegen bin ich jetzt gerade auf dem Weg zur Bar. Na, die hatte ich doch eigentlich den Dings gegeben, die X8-Dokumente, dem Weles. So, aber Freunde, hier strahlt es wie ein Christbaum. Na, hier war es wieder mit dem Baum hier. Wo ist er? Wo ist mein Baum? Oh nee, das ist eine scheiß Idee, ich will auf den Baum drauf. Ja, das war vorhin total verrückt. Da denkst du an nichts Schlechtes. Ich bin schon gefreut, ich dachte, oh, guck, 7 Stunden geschlafen. Okay, wunderbar. Bist du nicht ganz so kaputt heute zum Freitag? Und dann stelle ich fest, dass ich gerade mal 3 Stunden oder so geschlafen hatte. Na, danke aber auch. Ist irgendwas mit dem Chat los oder schreibt ihr bloß nichts? Weil irgendwie bei mir kommt nichts an. Wenn ihr was geschrieben haben solltet, dann tut es mir leid, weil hier steht nichts. Ich war jetzt gerade unten unterhalb vom Kordon an dieser Armeestation, die ich ja immer mit Vorliebe ausknipse. Okay. Also abgesehen davon, dass die jetzt ja total anders aussieht, kann man ja jetzt auch von der anderen Seite herkommen. Wenn man von der Maschinenfabrik auskommt oder nicht von Rostock hier auskommt, da kommt man ja von der anderen Seite.
Das fand ich lustig. Und natürlich, dass die Dingsstation komplett anders aussieht. Also falls ihr irgendwas geschrieben habt, hier steht gar nichts, gell? Bei mir im Chat. Also ich weiß nicht, irgendwas entweder schreibt ihr nichts oder der Chat springt. Ah, doch. Funktioniert. Dann. Das heißt hier. Jetzt leckt das bei der Flinte auch. Jetzt leckt das bei der Flinte hier auch. Das ist auch geleckt. Was ist denn nur los? Unser. Wir? Ich drücke überhaupt nicht mehr drauf. Ich habe die Hand. Ich habe die Hand nicht mal am Abzug. Haut doch wieder das ganze Magazin raus. Na ja, spinnt wohl oder was? Ach so, kann ich. Wo bin ich? Ach doch, wo war der Übergang? Da war ja vorne. Nee, ich hau doch hier nicht 60 Schutz vor paar Wildschweine raus. Das ist merkwürdig. Ich dachte, das liegt nur an den Dings. Jetzt fängt die Okkupan da auch an damit. Das ist. Ach halt Schnauze, ich kann Lust mehr euch zu erschießen. So, wo muss ich denn jetzt eigentlich? Ach so, genau. In der Bar. Mal gucken, ob ich bei dem Dokumente abgeben kann. Hoffentlich gibt es dann keine Probleme beim Wales. Schon wieder. Na, bist du Mist, wie ich wieder deinen Schwanz rausreißen hast gehen. Da hat er ihn. Was das ist, dass das bei einigen Waffen dann plötzlich anfängt zu lecken. Ach so, ich habe gerade erzählt, dass ich eigentlich, weil ich gestern war ich ja auch schon so kaputt, also vorgestern, schon die scheiß Dacke hier an Heizrummel. Das ist auch mit Dreckstöle, wo ist die zweite? Ich weiß noch, dass ihr zu zweit hier seid. Da ist er. Ich hatte. Hat doch keinen Schwanz gehabt? Nee. Nee. Ich hab. Vorgestern hatte ich ja. Da war ich so kaputt. Weil ich war total außer Rand und Band mit meiner Schlafenszeit. Und. Da hatte ich mich abends um 7 dann hingelegt. Nee, mit mir willst du dich nicht anlegen. Ich will auch. Sauerei, ihr Mistviecher. Und die gefälschten Ohren mit. Und da habe ich mich gestern auch um 7 hingelegt. 7:30, 8. Und da bin ich wieder wach geworden. Ah, mir tut der Rücken weh, wie Sau. Und da bin ich wieder wach geworden. Erzähle ich gleich, was mit der Arbeit ist. Bin wieder wach geworden, guck auf die Uhr, lese da 2:30 rum. Okay. Denke, ach, du hast jetzt 7 Stunden geschlafen, kannst ja schön aufstehen. Okay. Steh auf, setz mich hin, wundere mich noch, warum ich noch ein bisschen erschlagen bin. Okay. Und muss auf einmal feststellen, guck nachher nochmal auf die Uhr und stell fest, nee, es ist nicht 2:30 gewesen, es war 22:30. Da habe ich mir gedacht, nee, da kannst du doch anfangen zu streamen. Wenn ich mich wieder hingelegt hätte, das hätte eh nicht geklappt. Hätte ich mich eh bloß jetzt 2 Stunden lang in der Pampa rumgewälzt. So. Ja, mit der Arbeit hat geklappt. Wie gesagt, mein Rücken tut weh.
alles ein bisschen ungewohnt. Ich sag's nicht, ich soll reinkommen, spinnst du oder was? Komm in! Na genau. Das will ich hören. So. Wegen schlechter Erfahrung. Fleischauge, Banditen, Zombies. Nee, so hab ich jetzt keine Lust. So, was hast denn du jetzt hier? Die will ich haben. Die will ich haben. Das. Noch irgendwas? Nee. War's hier. Man kann jetzt der Benzinkenner mitnehmen. So. So, hatte der Waffen? Hat der da Waffen gehabt? Okuban hat er nicht die Schweiße dabei gehabt. Nee, scheiße. How's it going? So, Petrenko. Was hast du hier? Ach, hier wegen Blutsauerkönig. Was ist denn jetzt so? Ist das jetzt so abgehandelt, abgearbeitet? Nee. Er sagt immer noch, bringt die Dokumente, die ich schon gar nicht mehr habe, zum Petrenko. Ich will es auch mal verkaufen hier. Hier hast du. Nerviges Gelümpe hier. Ganze Gebäck hier vollgestopft mit dem Rotz. Da habe ich mir extra eine IL-86 jetzt umgebaut. Okay. Und jetzt funktioniert das nicht. Jetzt funktioniert das nicht. Jetzt tut der auch rumspinnen, wenn ich die reinmache. Ach Mann, hau das Zeug doch mal raus. Haut er das wieder hier rauf. So, du hast ja unbegrenzt Kohle. Zumindest in gewissem Maß. Das lassen wir. Hier Wodka kannst du kriechen. Die sind leer, raus damit. Nochmal Wodka. Habe ich vorhin in Dingsjorden. Ja, das bringt nichts, wenn ich mich da wieder hinlege, und versuche da, das ist nur ein einziges Hin- und Hergewälze. Okay. So. Ja, wie gesagt, von der Arbeit her, der Rücken tut mir ein bisschen weh, ist also halt auch noch alles ein bisschen ungewohnt, gell, das ist ja klar. Wenn du jetzt eine Weile nicht gearbeitet hast, gell, aber da komme ich drüber weg. Das sollte jetzt nicht zu problematisch sein. Und ich kann doch raus hier. Ach, glaubst du nicht. Ich hab 600 Ibo Flammen da, da hau ich mir morgen früh, bevor ich auf Arbeit fahre, hau ich mir eine Ibo Flammen rein. Und da hilft schon ein bisschen bei den Rückenschmerzen. So. Ach so, ich hab keine 44er Munition mehr, oder? Ach doch, habe ich ja doch 44, hab ich ja noch. Okay. Nee, die kriegst du natürlich nicht. Ach, die wollte ich die ganze Zeit ausprobieren. 44. So, ja, nimm den Mist erstmal, das ist der erste. Ach ja, haben wir auch noch so. So. Ja. Da hole ich mir meine Dings hier wieder. Gib mir die mal wieder her. Da lag das vielleicht gar nicht am Dings hier. Scheiße, ich habe keine Ökobahn. Ich brauche eine Ökobahn.
Der Loch, das vielleicht gar nicht an der Waffe, sondern an irgendwas anderes. Denn wie gesagt, jetzt hat ja die Okkupanten auch rumgesponnen. Ach so, die muss ich. Nee, habe ich jetzt Moment verwendet. Oh, nee, das ist der. Ach nee, das ist die Scharfschützen. Okkupanten, die andere. Ja, die ist noch gut hier. So. Zack. Zack. So. Ich lasse mal noch drin. Das mit den Dokumenten, das ist natürlich jetzt merkwürdig, gell? Ne, halt Handel. Was hast denn du? Hat überhaupt noch keine große Munition hier. Die könnten wir nochmal mitnehmen. Shotgun hier von der und von der. Das ist doch nur Scheißmunition. Zeit, dass ich mal noch zu den anderen Händler komme. Ach, hier habe ich die, komischen Rauchgranaten. Wollte ich vorhin. Oh, macht da ein Krach hier. Die scheiß lauten Gewitter, das geht nur auf den Sack. Nee, das stelle ich mal nicht um. Mach ich erstmal die hier. So, das hier machen wir halt erstmal. Macht doch 50, gell? So. Und jetzt muss ich. Mann, wie viele Leute sind hier? Hat dich einer von euch einen Okkupanten? Zeig mal, was hast denn du hier? Ach, ein Sander. Oder ein Sander, ja. Ich muss auch jemand erschießen, der einen Okkupanten hat. Dass ich noch eine aufrüsten kann. So, wo ist ich denn jetzt hin überhaupt? Ach, wieder ins. Wo muss ich überhaupt hin? Moment mal. Ich will doch jetzt. Ja. Ist der Wächter bei, wäre ich nicht drauf gekommen. Nee, halt hier. So. Das verstehe ich halt nicht. Wieso das jetzt hier drauf ist. Das könnte Probleme geben. Doch, die habe ich schon. Die hatte ich doch runtergeladen im X18. Am Computer oben. Die Tech, da habe ich den Computer aufgemacht. Warst du da nicht da oder was? War da noch ein anderer da? Was ist denn jetzt? Oh, ich bin halb tot. Okay. Essen wäre keine schlechte Idee. Und trinken. Da war ich ja extra nochmal an dem Computer und habe diese eine Textdatei, die dritte von links. Wie von rechts, die dritte von rechts nach links. Die habe ich stand da runterladen. Also. Und na, die hat sich. Das hat, den Stick hat die aber der Dings genommen. Warte mal, schon immer noch so einen Stick. Hab ich noch so einen Stick? Oder ist noch so ein Stick? Ich hab noch einen einstecken. Wir waren jetzt wieder das scheiß X18-Labor. Wo bin ich denn hier, sag mal? Ach hier. Wald? Nee. Wo geht's hier hin? Große Metallfabrik tun wir auch noch nicht. Armeelagerhäuser waren wir noch nicht. Baustelle. Baustelle? Metall. Metall. Baustelle. Janda. Ja, irgendwas scheint mir schief gegangen zu sein.
Ach so, da muss ich erst wieder zurück. Ach, da muss ich ja wieder zurück in der. Wo bin ich denn jetzt? Ach hier. Da muss ich ja wieder zurück in der. In die Müllhalde. Und dann rüber in der. Ins Dings hier. Ins. Ne, noch jetzt weiter. Oder? Oh, furchtbar dieses Gewitter. Voll nervig. Wie lange läuft es denn jetzt schon? Oh Scheiße, 2 Stunden und 6 Minuten läuft es schon wieder. Mann, ist wieder viel zu lange. So, pass auf Leute. Ich mach mal kurz einen. Ich mach mal hier kurz wieder einen Cut. Okay, also ich muss meinen Stream anhalten, das wisst ihr ja. Und bin in 2 Minuten oder 3 Minuten wieder da. Okay. So, für die im Video sage ich jetzt erstmal Tschüss und weg, euer Sheradan.